Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Heute bin ich auch wieder drin, weil es regnet. Endlich ist der Regen auch bei uns hier angekommen und unser Garten, der ist irgendwie wie so ein trockener, ja, wie so eine trockene Steppenlandschaft, der jetzt irgendwie sich total freut über den Regen. Aber deshalb bin ich heute drinnen. Und ich wollte mit euch sechs spirituelle Stolperfallen heute mal durchgehen und euch in dem Zusammenhang auch ein bisschen näher bringen, was denn meine innere Einstellung, meine Philosophie ist. Denn in diesem Herbst biete ich ja zum dritten Mal die Ausbildung zum Erwachenscoach an. Und vielleicht interessiert es euch da ja, was so meine Philosophie ist, was so meine Einstellung ist und mit welcher inneren Haltung ich eigentlich an dieses ganze Coaching-Thema und innere Entwicklung, wie ich da rangehe. Jawohl, gut, und Full Disclosure, der ganze Papierhaufen hinter mir, den ich normalerweise weggeräumt hätte und wo ich normalerweise irgendwas Nettes hingestellt hätte. Das ist gerade im Moment mein Zustand, weil ich ja dabei bin, mein Buch zu schreiben. Und ich bin jetzt gerade so in der letzten Phase mit also zumindest mal mit der ersten Fassung von dem Buch. Und ich bin, das alles, was ihr da liegen seht, das sind einfach nur meine Notizen, meine Tausenden von Sachen, die ich mir da aufgeschrieben habe. Und ja. Es ist sehr spannend und bald kann ich euch auch ein bisschen mehr darüber erzählen. So, gut, also die erste Stolperfalle, und da haben wir vor kurzem schon mal drüber gesprochen, ist, dass man so mit der inneren Einstellung an die eigene Entwicklung dran geht, dass man sagt, ich will den Schmerz weghaben, ich will alles weghaben, was unangenehm ist, und ich will mich einfach nur gut fühlen. Ja, diese innere Einstellung ist total nachzuvollziehen und es ist absolut selbstverständlich, ja, dass wir diesen Wunsch hegen. Aber meine innere Einstellung ist, dass wir es leichter haben oder uns besser weiterentwickeln können, wenn wir zuallererst einmal bereit sind, unserem Schmerz zu begegnen. Wenn wir unseren Kampf gegen Schmerz aufgeben und uns wirklich darauf einlassen zu fühlen, was will mir dieser Schmerz sagen? Wohin führt mich diese innere Entwicklung, wenn ich mich einlasse auf das, was ich fühle? Es gibt so viele Techniken, die uns versprechen, mach dies, mach jenes und sofort ist alles wundervoll und sofort bist du von 0 auf 1000 und dir geht's nur noch gut und du bist nur noch glücklich. Und ich habe meine Coaching-Klienten, als ich noch Sitzungen gegeben habe, immer sehr schockiert, wenn jemand kam mit diesem Wunsch und gesagt hat, Lea, kannst du das wegmachen und kannst du das wegmachen und das wegmachen, dann habe ich immer gesagt, nein, aber ich kann dir helfen, mitten rein zu gehen, mitten rein in diesen Schmerz, mitten rein in das, was du unbedingt loshaben willst. Und ich kann dir helfen, ein Vertrauen zu entwickeln, dazu, dass alles, was in deinem Leben ist, dir helfen möchte, zu wachsen, dich zu entfalten und dein volles Potenzial einzubringen. Selbst und vielleicht gerade auch die unangenehmen Dinge, die Steine in unserem Schuh, die Sachen, die uns pieksen, die Sachen, die uns quälen, das sind oftmals genau die Dinge, wo wir hinschauen müssen. Und ich spreche natürlich nicht von Schmerz, der sich vermeiden lässt. Ja, wenn jemand dir auf dem Fuß steht, kannst du natürlich deinen Fuß wegziehen und sagen, hey, autsch, so nicht. Aber es gibt Schmerzen, die, auch wenn wir unsere normalen Dinge tun, um die loszuwerden, wo wir merken, nein, da ist was Tieferes da, das will mir was sagen, da ist was da, wo ich was lernen kann. Und in der Ausbildung zum Erwachenscoach, da werde ich das auch weitergeben, ja, dass wir nicht als Coach arbeiten, um einfach nur wie so eine Schmerztablette zu fungieren. Jemand kommt, sagt hier, aua, und dann tschuk, machen wir irgendwas und dann ist es weg. Sondern wir sind eher dazu da, um Menschen darauf hinzuweisen, was ist der tiefere Prozess, in dem du gerade steckst, wo der Schmerz ein Teil davon ist. Und
Wir sind dafür da, diesen Prozess zu erklären, zu verstehen, zu begreifen und wieder eine Art Vertrauen auch zu ermöglichen, dass man nicht gegen das kämpft, was im eigenen Leben passiert, sondern sich vertrauensvoll da reinsinken lässt. Und das ist, finde ich, auch so ein innerer Schritt, den jeder Erwachende gehen sollte, weg von diesem banalen, ich will alles nur weghaben, und hin zu dem, ich will rein in das, was geschieht, in meine eigene Entwicklung, im Wissen, dass es gut für mich ist. Ja, und sich dann auch der Schmerz verwandelt. Natürlich verwandelt er sich dann. Ja. So, die zweite Stolperfalle ist, dass wir in einer Welt leben, in der so ganz wenig Geduld da ist. Ja, wir haben das Internet und wir haben all diese grandiosen Möglichkeiten. Ja, wenn ich sage, ich will jetzt einen Film anschauen, dann kann ich 2-3 Minuten später den Film anschauen, egal was es für ein Film ist, egal in welcher Sprache, in welchem Format, auf welchem Gerät, ich kriege das irgendwo her. Früher war es nicht so. Da musste man dann erst planen, okay, wann fahren wir denn mal zum Videoverleih und holen uns eine VHS-Kassette und schieben die dann rein und spulen dann den Film erstmal vor oder zurück, und bis wir uns den anschauen können. Und wir haben heute, dadurch, dass alles so schnell geht, auch oftmals den Anspruch, dass unsere innere Entwicklung so schnell gehen muss, dass alles so plötzlich funktionieren muss und dass wir schnelle Lösungen wollen, die oft so ganz, ja, einfach schnelle Lösungen und möglichst einfach, möglichst banal und möglichst, dass ich schnell mich selbst und die Beschäftigung mit mir wieder los habe und einfach wieder funktionieren kann. Manchmal denke ich, wir können froh sein, wenn wir ein paar Baustellen in unserem Leben haben, die uns nicht erlauben zu funktionieren, weil sonst würden wir uns vielleicht gar nicht so sehr mit uns selbst beschäftigen, gar nicht so gut für uns sorgen, gar nicht so tief in unser Inneres reinsinken. Und gerade bei der Ausbildung zum Erwachenscoach werde ich auch wirklich nochmal darauf hinweisen, dass das Erwachen ein langfristiger Prozess ist, der bei den meisten Menschen viele, viele Jahre dauert. Und wo es nicht darum geht, schnell was zu finden, was schnell uns da wieder rausholt, sondern wo es darum geht, eine völlig neue innere Haltung einzunehmen zu unserem eigenen Prozess. Ja, wenn wir wissen, okay, die nächsten Jahre ist das so, da wird eine Baustelle in meinem Haus sein, dann können wir uns darauf einstellen, wir können uns damit arrangieren, wir können neue Strategien lernen, um das Beste draus zu machen, und auch wahrnehmen, was das Ganze in uns verändert oder aufwirbelt. Wir können heilen, wir können wachsen. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, diese geduldige Haltung zu entwickeln. Nicht auf das schnelle Ziel aus zu sein, sondern wirklich langfristig zu denken. Und ich kenne das von mir selbst, diese Ungeduld und dieses schnell irgendwas erreichen wollen. Aber ich merke, je weniger ich das mache, umso besser geht es mir. So, und die dritte Stolperfalle, die ich oft sehe, wenn es um spirituelle innere Entwicklung geht, ist, dass man die Hoffnung hat, so einen perfekten Meister zu treffen, der alles weiß, der alles kann und der alles schon hinter sich hat und der so von oben unterschaut und uns sagt, was wir machen sollen. Und ich kenne es auch von mir, und ich habe auch ganz wild danach gesucht in den ersten Jahren von meiner inneren Entwicklung. Und ich habe immer wieder Menschen gefunden, mit denen ich dann in eine sehr missbrauchsmäßige Beziehung reingeraten bin, oder wo einfach wo so ein Machtspiel dahinter war, ja, wo ich all meine Macht abgegeben habe an jemand, der so toll ist, so groß, so übermächtig, so perfekt, und ich wollte alles machen, damit derjenige mich anerkennt und sieht und wahrnimmt, dass ich es richtig mache, dass ich gut bin, dass ich irgendwas wert bin. Und es hat wirklich lang gedauert, bis ich gemerkt habe,
Ich gebe etwas zu jemand anderem, was eigentlich ein Teil von mir ist. Und das, was ich in dem anderen sehe, das ist eigentlich ein Teil von mir selbst, das ist meine eigene Kraft, das ist mein eigenes Selbstbewusstsein, das ist mein Zugang zu meiner eigenen inneren Weisheit, mein eigenes inneres Vertrauen. Und die meisten Leute, die jetzt jemals mit mir gearbeitet haben und vielleicht auch die Ausbildung zum Erwachenscoach gemacht haben, die hatten alle immer dieses fiktive innere Bild, dass sie perfekt sein müssen, dass sie besser sein müssen als ihre Klienten, dass sie größer, toller, schöner, wilder, freier, glücklicher oder wie auch immer sein müssen. Und es war dann immer sehr befreiend, wenn wir gemeinsam wahrgenommen haben, wie beengend dieses Bild ist und wie sehr dieses Bild auch in Machtspiele führen kann. Und ehrlich gesagt, wenn wir das beibehalten, wenn wir tatsächlich versuchen, so ein gurumäßiger, perfekter Mensch zu sein, dann werden wir Klienten anziehen, die von uns abhängig werden, die an uns hängen wie ein Stein, die ständig uns brauchen, um ihre Schritte zu gehen, die ständig nur auf uns fixiert sind, wie Kinder, die nie erwachsen werden. Und ein guter Coach ist eigentlich, sollte meiner Ansicht nach zumindest interessiert sein daran, Menschen zu helfen, ihre eigene Stärke zu entdecken, ihre eigene Größe zu entdecken. Und das ist, finde ich, ein Ansatz, der, wo man sich auf Augenhöhe begegnet, wo man vielleicht auch mal erzählt, hey, wow, dieses Problem, über das du gerade sprichst, kenne ich sehr gut. Das erlebe ich nämlich auch oder habe es erlebt oder und das sind die Dinge, die ich daraus gelernt habe, dass wir uns nicht schämen für unsere Lernerfahrung, sondern daraus schöpfen und die Weisheit darin weitergeben. Ja, weil jemand, der selbst nichts erlebt, der selbst nicht durch seine Höhen und Tiefen geht, der hat ja auch überhaupt nichts zu sagen. Ja, wenn jemand als perfekter Meister auf die Erde fällt, das ist vielleicht toll, aber woher weiß derjenige, wie man schrittweise den Berg hochklettert? ja, und da denke ich, kann man sich selbst auch als erwachender Mensch nochmal vielleicht mit einem anderen Stolz oder Selbstwertgefühl wahrnehmen. So, die vierte spirituelle Stolperfalle ist, dass wir manchmal so mit uns selbst umgehen, als wären wir eine Maschine oder als wären wir wie so ein beliebiges Ding, mit dem man irgendwas machen kann. Ja, also so als würde man sagen, okay, ich mache jetzt mal die und die Therapie und dann mache ich mal das und das, dann mache ich mal dies und jenes. Und da, wie wenn man ein Auto in die Werkstatt fährt, da wird das montiert und da wird das gemacht und da wird das gemacht, es wird alles immer so rausgeholt, wieder reingeschoben, neu zusammengebaut. Und das ist wirklich wahrscheinlich, weil wir so viel mit Maschinen zu tun sind wir ganz entfremdet und wissen gar nicht mehr, was ist eigentlich ein organischer Wachstumsprozess. Und ich hatte oft Klienten, die in die Sitzung gekommen sind und zu mir gesagt haben, das Thema ist zwar jetzt gerade in meinem Leben aktuell, das beschäftigt mich jetzt im Moment, aber ich will eigentlich an was ganz anderem arbeiten, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, was ich denke, was wichtig ist oder was meine Freundin gerade gemacht hat oder was ich irgendwo mal gelesen habe. Und dann habe ich immer gemerkt, es ist nicht möglich für mich, irgendwas aus deinem Innern rauszuziehen, was nicht reif ist, zu heilen, weil das würde einen gewalttätigen Eingriff von mir fordern. Wie ich arbeite, ist eher, dass ich wahrnehme, okay, jeder Mensch ist in einem natürlichen Entwicklungsprozess, wie eine Pflanze, ja, die einfach durch ihre Phasen geht, und wächst und gedeiht und es gibt Phasen, Ruhephasen und es gibt Heilungsphasen, es gibt Chaosphasen und Neuordnungsphasen und Wachstumsschübe und Momente, wo im Außen scheinbar gar nichts passiert, aber ganz tief im Innern. Und ich sehe meinen Job als Coach darin, zu schauen, wo steht derjenige, was ist der natürliche Entwicklungsprozess und diesen natürlichen Entwicklungsprozess zu unterstützen. Also nicht vom Kopf her, von außen was aufzupfropfen oder mit Gewalt irgendwas irgendwo rauszuziehen,
sondern wirklich zu sagen, okay, was passiert natürlicherweise und wie können wir uns da einlassen, wie können wir das verstärken oder vereinfachen oder in Fluss bringen, was sowieso gerade geschieht. Also ich arbeite gern mit der Natur gemeinsam. Ich bin nicht derjenige, der macht, der entscheidet, der letztendlich den Ton angibt und irgendwelche Menschen irgendwo hinführt, wo sie gar nicht hinwollen oder von ihrer Seele aus gar nicht hin sollen, sondern mit der Natur. Die Natur weiß es am besten in jedem von uns. Ja, da ist eine natürliche Strömung da und die gilt es zu fördern und zu unterstützen. Ja, was auch in der heutigen Zeit oft passiert, ist, dass Menschen sich selbst sehen als eine Ansammlung von Krankheitssymptomen oder inneren Symptomen, die unangenehm sind. Ja, und dass sie nicht sich selbst als Ganzes wahrnehmen können, sondern nur als so einzelne Probleme. Und wenn man Leute reden hört über sich selbst, dann kann man das auch schon mal vermuten, ja, dass jemand einfach nur sagt, ich habe das Problem und das Problem und das kann ich nicht und da habe ich Probleme und das ist unangenehm und das funktioniert nicht so gut. Als wären wir nur so eine Ansammlung von Schwierigkeiten, eine Ansammlung von Problemen. Und es gibt manche Leute, die uns auch so wahrnehmen, die dich nur als ein wandelndes Problem sehen, was gelöst werden muss. Und ich muss sagen, in solchen Situationen habe ich mich als Klient immer super unwohl gefühlt. Wenn jemand mich nur als Problem sieht, wenn jemand nur meine Schwäche sieht, wenn jemand nur meine Baustellen sieht, habe ich mich immer super unwohl gefühlt. Nicht, weil ich mich dafür schäme, dass ich Schwächen habe, sondern weil es ein unvollständiges Bild ist. Und was ich als Coach immer total wichtig fand, war, erstmal zu lernen, mein Gegenüber zu sehen. Und zwar nicht nur zu sehen, was die Probleme sind und die Baustellen. Und nicht nur zu sehen, in welchem Entwicklungsprozess derjenige gerade ist, sondern die Seele wahrzunehmen, die Größe wahrzunehmen, das, was nicht zerbrochen ist, das, was nicht problematisch ist, sondern was das Schöne ist in jemandem. Und selbst wenn jemand kein Selbstwertgefühl hat oder gerade in einer Mega-Lebenskrise steckt, kann man das als Coach von außen wahrnehmen. Und ich habe das lange irgendwie trainiert, einfach nur zu sehen, zu fühlen, wahrzunehmen und das wertzuschätzen. Und ich habe mir immer gesagt, du beginnst die Arbeit mit dem anderen Menschen erst, wenn du denjenigen sehen kannst. Und zwar nicht als wandelndes Problem, sondern als leuchtendes, eigenständiges, wertvolles Wesen, was hier auf der Erde ist, um zu wachsen und zu gedeihen. Und wenn ich das sehen kann, wenn ich das in mir habe als Wahrheit, als Potenzial, dann kann ich demjenigen helfen, schrittweise das auch hier auf der Erde, im Alltag, im eigenen Leben zu verwirklichen. Aber ich finde, als Coach muss man die Größe und die Wahrhaftigkeit des Menschen, der vor einem ist, irgendwo wahrnehmen und in sich tragen, weil ja der Klient vielleicht gerade mehr mit seinen Problemen auch zugange ist und sich selbst vielleicht dann auch dadurch nicht so positiv sieht. Und ich finde das also sehr, sehr wichtig, dass wir Coaches suchen, die uns so sehen, die wirklich dieses Großartige in uns sehen. Und das werden wir als Coach arbeiten, dass wir diesen Blick dafür öffnen. Das hat ganz viel verändert, nicht nur für meine Arbeit, wie ich mit anderen Menschen umgehe, sondern auch in mir selbst, wie ich mich sehe. Ja, weil ich glaube, je härter wir auf andere schauen, umso härter schauen wir auch auf uns selbst. Das ist also in beide Richtungen lohnt sich das. So, und die sechste spirituelle Stolperfalle, das schließt sich eigentlich gerade so an, das ist eigentlich einfach, dass wir oft dazu neigen, wenn wir durch unser inneres Erwachen gehen, durch starke spirituelle Prozesse, dass wir manchmal dazu neigen, uns als defekt zu sehen oder dass die Außenwelt um uns herum zu uns sagt,
Hör mal, du bist ja total verrückt geworden, du bist ja total defekt, du funktionierst nicht mehr, du hast nicht mehr die Art von Kraft, die du haben solltest oder die Art von innerer Klarheit, die du haben solltest. Und dann kommen die Tabletten und die ganzen Einwirkungen von außen. Und ich sage nicht, dass Tabletten oder diese Dinge generell falsch sind, aber ich finde es generell falsch, wenn man sofort jemanden, der nicht normal sich verhält oder reagiert oder sich normal fühlt, sofort als defekt einstuft, wie irgendein Maschinenteil in der Maschine und sofort irgendwas da drauf hämmert, damit das weggeht, damit derjenige wieder funktioniert, damit derjenige schnellstmöglichst wieder zum Status quo zurückkehrt. Und ich habe das Gefühl, das ist wirklich auch so eine gewisse Grobheit im Umgang, die wir heute einfach, die an der Tagesordnung ist. Und wo ich glaube, dass es wichtig ist, dass mehr erwachende Menschen über ihren eigenen Prozess sprechen und dass mehr erwachende Menschen auch den Prozess als Ganzes sehen und nicht nur, ah, da habe ich das, da habe ich das, da habe ich das. Weil es gibt Leute, die sprechen über Hochsensibilität, über depressive Phasen oder Angstzustände oder alle möglichen Kundalini-Prozesse und energetische Veränderungen. Aber es ist wie so lauter so einzelne Sachen. Und es gibt noch viel zu wenig Menschen, die das Gesamte sehen, die sagen, okay, all diese einzelnen Phänomene, die gehören im Grunde zusammen und die sind Ausdruck von der tiefen inneren Wandlung, die im Moment hier auf der Erde geschieht. Und anstatt dagegen zu steuern, was vielleicht für eine Weile gelingen kann, sollten wir lieber mit dieser Welle mitgehen. Aber je mehr wir dagegen gehen, umso stärker wird sich das anstauen. Und ja, wie wenn man eine Welle einfach künstlich zurückhält, die Kraft, die ballt sich dann und irgendwann ist die Welle halt so groß, dass wir sie mit diesen künstlichen Mitteln nicht mehr zurückhalten können. Und ich habe lustigerweise, ich war ja vor kurzem im Krankenhaus und da war ich mit so ganz netten Frauen in einem Zimmer, in so einem größeren Zimmer. Und die Nachbarin neben mir arbeitet in einer, ich glaube, psychologischen Beratungsstelle oder so eine Auffangstelle für Leute, denen es halt nicht gut geht. Und wir haben dann so ein bisschen geplaudert und also sie hat aus ihrer Sichtweise einfach erzählt, wie sie es wahrnimmt und hat gesagt, sie arbeitet jetzt so, ich glaube, 10 oder 15 Jahre in diesem Job. Und gerade in den letzten 10 Jahren hat sich die Zahl der Leute, die da hinkommen, ich glaube, sie hat gesagt, verzehnfacht. Also da ist so eine richtige Explosion da. Und sie hat gesagt, die Zahl der Leute, die nicht weiterkommen mit Psychopharmaka und den ganz normalen Sachen, die man eben so bekommt, wenn man nicht genau funktioniert und ins Raster passt, die helfen vielen Leuten nicht mehr. Oder viele Leute probieren Tausende von unterschiedlichen Medikamenten und stellen sich auf den Kopf und probieren dann nochmal ein Medikament und das und rückwärts und da und dort. Und es funktioniert nicht. Man kann es nicht unterdrücken oder nur immer für einen kurzen Moment und dann muss man wieder gucken. Und da habe ich das Gefühl, es ist echt ein Umdenken jetzt angefragt. Und wie gesagt, ich bin nicht dagegen, dass wir diese Hilfsmittel nützen. Ich denke einfach nur, dass es wichtig ist, dass wir das ganzheitlich sehen und dann gezielt entscheiden, ob jetzt für diesen Abschnitt deines Weges bestimmte äußere Hilfsmittel hilfreich sind. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen vom Video und wenn ihr euch interessiert für die Ausbildung zum Erwachenscoach, wenn ihr Leute begleiten wolltet auf diese neue Art und Weise, dann schaut mal unter dem Video, gibt es einen Link. Da könnt ihr euch jetzt schon eintragen und dann das kostenlose einführende Video-Event anschauen, was am 4. September um 20 Uhr stattfinden wird. Alles, alles Liebe bis dahin. Wir sehen uns wieder nächste Woche am Sonntag um 11. Bis dann.